Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone und damit auch zum dieswöchigen Kartenchaos. Und bevor wir anfangen, noch eine kleine Ankündigung. Und zwar kommt angeblich zumindest eventuell schon heute das nächste Hearthstone-Abenteuer raus. Und auf dem Abenteuer hätte ich wieder richtig Bock. Ihr wisst, so auf das normale Zocken, da ist bei mir mittlerweile ein bisschen die Lust vergangen, beziehungsweise halt auf so viele Folgen. Deswegen habe ich ja auch die letzten 2-3 Wochen immer nur jeden zweiten Tag eine Folge gebracht. Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse. So wird man nicht überflutet von dem Ganzen. Bei anderen Projekten habe ich zurzeit mehr Lust, jeden Tag was rauszuhauen. Zum Beispiel Pokémon Revolution. Und ja, das nur als kleine Ankündigung. Wer darauf Bock hat, sollte auf jeden Fall in den nächsten Tagen auf meinem Kanal öfters vorbeischauen. Denn dann werden wir die Flügel, wird wahrscheinlich wieder dieselbe System sein wie die letzten Mal auch, die Flügel durchgehen, durchzocken, wie auch immer. Und ja, freut euch drauf. Und jetzt wollen wir aber uns dem Kartenchaos hier widmen. Und wir nehmen den Hexenmeister, ja. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr die Abenteuer immer geöffnet haben. An dem Tag, wo sie released wurden, beziehungsweise wo die Flügel sich geöffnet haben. Eure Seele wird mir gehören. Ich bin eigentlich der Meinung, relativ früh. Aber, ja, bisher ist nichts da. Also vielleicht ist ja doch nicht heute soweit. Denn es war wohl immer der 11. August bisher. 11. August wäre heute. Ist ab... Okay. Ich bin doch nicht blöd. Ich weiß doch, wie das geht. Okay. Auf in die Schlacht, Made. Nein, das will ich gar nicht. Sorry, das war falsch. Den möchte ich rausbringen. Für dich. Ich weiß nicht, was sind das für Tipps? Es war ein mega dickes Update. Ist das vielleicht nur jetzt bei dem... Bei diesem... Ja, was mache ich denn jetzt am besten? Ich könnte natürlich den raushauen. Ich könnte es auch lassen. So. Machen wir mal Risiko. Ja. Oh, Digga. Warum? Wahnsinn. Das war scheiße. Pech gehabt. Egal. Alles klar. War jetzt nicht so ultra geil. Warte, ziehen wir erstmal eine Karte. Ja, das bringt nur was mit Kampfschrei. Ich verstehe jetzt trotzdem nicht, warum mir jede geopferte Kreatur was bringen soll. Den hier. Und dann den hier. Und dann hauen wir den mal weg. Na, was kommt als nächstes? Vielen Dank. Okay, das ist natürlich ärgerlich, aber... auch nicht so schlimm. Auf in die Schlacht, Made. Wie ihr den Weg.
So, dann hauen wir den mal raus. Ja, macht mehr Sinn, den hier hinzupacken. Ziehen wir nochmal eine Karte. Und hauen ihm 2 Schaden in die Fresse. Sofern er jetzt den Brand nicht zerstört, haben wir auf jeden Fall einen schönen Vorteil. Was ist das? Ruft einen gesichtslosen Vernichter von 5 herbei. Todesröcheln. Ja, das ist auf jeden Fall scheiße. Das Modell verursacht 4 Schaden, wenn ihr mindestens 4 weitere Diener kontrolliert. So viele Möglichkeiten. Mein Schild so. Für Argus. Das war ein bisschen scheiße, aber egal. Schau ihn dann erstmal ins Gesicht. Ja, oh, schön, Digga. Ist okay. So, aber solange er sich keinen Spott machen kann, ist das alles noch in Ordnung. Kann ich Bedarf würfeln? Ja, sauber. Ja, so viel Schaden, wenn ihr mindestens 4 Diener kontrolliert. Wenn ich den jetzt ausspiele, dann den Meeresriesen. Ach scheiße. Jetzt habe ich's verkackt. Ich habe große Pläne. Auf in die Bresche! Das ist doch auch kacke, wenn ich den jetzt angreife. Ja, ziehe ich nochmal eine Karte. Ihr seid Geschichte! Auf in die Bresche! Auf in die Bresche! Machen wir so. Passt schon. Okay. Ja, sauber. Sieg. Läuft, Leute, läuft. Und damit haben wir diesen Tavern Brawl geschafft. Und wir schauen mal, was im Booster drin ist. Wir hatten ja beim letzten Mal eine Legendary. Ich hätte natürlich gerne wieder das Glück. Aber ich... Naja, mir fehlen immer noch relativ viele Standard-Legendaries. Aber wer es verpasst hat, kann auf jeden Fall in der letzten Folge nochmal reinschauen. Die heißt Hogger. Also da steht direkt am Anfang Dick Fat Hogger in der Überschrift. Ihr kennt es auch am Thumbnail. Und Tavern Brawl steht da auch mit im Thumbnail. Da auf jeden Fall mal reinschauen oder in die Playlist einfach reinschauen. Boah, geil. 2 epische. Wie cool ist das denn? Und Schwert der Gerechtigkeit finde ich sogar richtig cool, weil ich glaube, das hatte ich erst einmal und es gibt aber Decks, in denen auch 2-mal das Schwert der Gerechtigkeit Sinn macht. Warte mal kurz gucken. So, hier. Nehmen wir auch mal wieder ein bisschen Staub. Haben wir bald wieder eine Legendary zusammen. Und... Ja, hat ja eben schon quasi gezeigt, dass wir die das Schwert nur einmal hatten.
Warte, wo haben wir es? Da. Schwert der Gerechtigkeit. Jetzt haben wir es zweimal. Finde ich cool. Es gibt wirklich Decks, wo das Sinn macht. Und das freut mich. Sehr schön, sehr schön. Ja, Leute. Und das war's dann auch schon mit dieser Folge. Wie gesagt, wenn ihr das neue Abenteuer sehen wollt, könnt ihr auch gerne mal einen Daumen da lassen. Meinen Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Es wird es auf jeden Fall geben. Und ihr könnt ja auch gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren preisgeben. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.